Marc ist auch wieder einmal an meiner Seite, kommentiert jetzt das Spiel Dahlmann gegen Graudenz mit mir. Marc, freust du dich auf die Partie? Extrem, ja. Also, wo wir beide gesehen haben, dass es zum Aufeinandertreffen Nummer 6 kann das sein? Puh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es vorhin gesagt, ist ein Klassiker bei der Swiss Darts Corporation, dieses Duell. Ja, also ich denke auch 5, 6 Mal sicherlich schon gegeneinander gespielt. Ja, und auch, auch beim Auspullen. Ja, sieht schon einmal spannend aus. Okay, jetzt einmal Outside getroffen. Aber sie machen schon, wer näher dran ist, oder? Ja, ja, ich glaube schon, aber beide haben jetzt noch zweimal. Ja, okay. Ja, gut, jetzt ist klar. Jetzt ist es klar. Somit darf Jochen Graudenz die Partie anwerfen. Und ja, vorhin hatten wir es eben noch kurz über Mika Flückiger, der gestern ja auch dabei war und auch gut gespielt hat. Der ist erst 18 Jahre jung. Darum das so das Thema, was ich vorhin noch. Okay. Da hat ein Kommentator oder jemand im Chat geschrieben, von dem können wir noch Großes erwarten. Also okay. Mal schauen. Ja, spannend. Wie es mit ihm weitergeht, aber ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Partie Dahlmann gegen Graudenz. Ja, wer gewinnt dieses Spiel, Laurin? Wie immer die Preisfrage. Ich sag Graudenz, in der aktuellen Verfassung wird es schwierig für Dahlmann, glaube ich. Was denkst du? Ja, irgendwie, ich tendiere zu Lukas. Ich habe das Gefühl, Lukas ist der Angstgegner von Jochen. Gut, das stimmt natürlich. Und Jochen hat einen enormen Druck jetzt, weil er natürlich auch die Aussage gemacht hat, er wird Lukas auffressen das nächste Mal. Stimmt, ja. Das ist das erste Duell seit dieser Aussage. Und vorhin habe ich Lukas auf der Toilette angetroffen und der machte mir einen völligen entspannten Eindruck. Ist gar nicht nervös, also... Okay. Der Druck liegt bestimmt auf der Seite von Jochen. Das denke ich auch, ja, aber gut, ich sag mal, Jochen, der wirkt mir irgendwie nie nervös. Ja, aber sagen. Bei so Doppel hat man schon auch gemerkt. Oh, starke Aufnahme, Achtung. 140. Wow, was für ein Start von beiden. Ja, da geht's gleich richtig rund. Okay. Der ist auch bereits wieder drin. Stark, das ist jetzt aber auch wichtig, noch einmal Druck zu machen. 100 Punkte von Dahlmann. Es dürfte auf jeden Fall eine spannende Partie werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. 48, C8 für Tops. Und der sitzt auch gleich. 15 Darter zum Auftakt von Jochen Graudenz. Sensationell gut gespielt. Ja, und beide Start. Mit einem 100er Average. Ja, was für ein erstes Leg. Sieht man auch nicht so oft. Ja, das ist eben das, was ich... Bei Lukas so die Befürchtung habe, er ist ab und zu wenig konstant, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist ja schon noch nicht ganz so wie Jochen vielleicht. Also er muss sicher sein absolutes A-Game in diesem Spiel zeigen, wenn er eine Chance haben möchte. Bisher tut er das aber auch. Eigentlich schon, viel hat er noch nicht falsch gemacht. Nein. Außer die letzte Aufnahme, aber sonst hat er, glaube ich, 5x100 geworfen jetzt. Ja, gefühlt schon, gefühlt. Also nicht ganz, glaube ich. Oder hat er einmal 140? Weil... Ja, also er war ja noch auf 101 Punkte, also kann er nicht 4x100 geworfen haben in der ersten... Ah, doch. Doch, es geht ja genau auf, aber ich bin mir nicht sicher. Ach so. Stimmt. Und Jochen hat ja dann die 68 gecheckt. Ja, stimmt eigentlich. Aber ich war zu wenig aufmerksam. Spielt ja auch keine Rolle. Ja. Da geht er runter. Auf die 19, jawohl. Nein, hat er einmal 140, glaube ich. Ja. Zum Start in die Partie, so wie ich weiß. 100 Punkte auch jetzt schon wieder, also... Er bleibt dran, wichtig. Ist ja auch sein Anwurf-Lag, also... Stimmt. 2-0 mit Break wäre schon eine herbe Hypothek. Ja, aber Graudenz scheint sie wirklich ernst zu meinen. Ja, muss er ja auch. Klar, ja, warum auch nicht, aber... Natürlich nicht die besten Nachrichten für Dahlmann, dass Jochen hier auch äußerst gut drauf zu sein scheint. Ah, falscher Moment für eine schwache Aufnahme. Ja, lässt ihm kein Finish. Jochen wieder mal übers Bull. Ja, absoluter Klassiker. 19, oder? Ja. 92, Rest Doppel 16. Verpasst das High Finish. Aber vorbei. Wird zurückkommen. Also sieht nach einem 2-0 aus für Jochen. Definitiv, ja.
kann sich nur runterspielen, tut das auch nicht wirklich gut, also gar nicht keinen Druck auf diesen 32 Punkten. Ja. Game Shot. Was war das? War ein, jetzt habe ich es gerade nochmal verpasst. Müssten auch 16 Datas so nach dem Average, oder? Etwa ein Pfeil mehr, oder? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Brutal, wie Graudenz hier spielt. Brutal, was. Also da kann auch ein Lukas, der spielt ja auch 76 immerhin. Ja, auch er gut reingestartet. Jetzt vielleicht mal die Chance. Ja, wäre mal so eine kleine Einladung, kann diese aber nicht nutzen. Ja, starke 140. Graudenz. Aber auch Lukas findet hier wieder mal ein Triple, aber es sind glaube ich nur 66 Punkte. Das sind dann halt doch wieder zu wenige, wenn eine 140 kommt von Graudenz. Und Achtung. Uff, da noch die 180. Wow. Also ohne Lukas hier nahe treten zu wollen, aber Stand jetzt frisst er ihn wirklich auf. Ja, aber absolut. Also. Aber es geht ja noch, also... Ja, spielt auch gar keine Rolle, wer da gegenüber steht. Da hat keiner eine Chance, wenn Jochen einen 96er Average spielt. Also, ich glaube, da hätte auch Cello 19 Mühe. Für Tops Rest perfekt gestellt, wow. Fast noch zu viel. Das wäre Doppel 2 Rest gewesen. Doppel 1 Rest, wenn er die auch noch. Stimmt, da hat ja. Er noch Glück im Unglück, ja. Was für ein Lag. Nach 12 Pfeilen bereits wieder auf Tops Rest. Also. So, kommt nach dem 15 und 16 der 13 Data. Fragezeichen. Doppel 20. Uff, das müsste ein brillanter Marker sein. Und den nutzt er auch gleich. Unglaublich. Jetzt ist es wieder genau der 100.2 Average, wenn ich korrekt gerechnet habe. Jawohl. Unglaublich. Also ein 15 Data im Schnitt. Graudenz spielt wieder einmal Weltklasse. Also das ist Weltklasse, ja. Man kann es nicht anders sagen. Das ist überragend und da vergisst man das und Dahlmann. Gleich wieder in der ihm gehört diese Triple 20 zur Zeit. Oh! 180 zum Start. Drei perfekte Pfeile. Achtung. Laurin, was geht so im Live-Chat ab? Irgendwie kannst du mal. Moment mal, ich muss da mal kurz reinschalten. Dann übernehme ich die Regie. Sehr gerne. Da geht irgendwie nicht viel ab. Die scheint es nicht so zu interessieren. Okay. Also kein aktueller Kommentar zu dieser Partie. Das ist unglaublich, was. Und selbst Jochen eine 83 zeigt. Ärgert ihn jetzt, weil er so gut spielt. Ja, das merkst du natürlich auch als Spieler, dann, wenn das richtig gut läuft. Also, er hat noch 9 Pfeile Zeit, um einen Average über 100 zu spielen. Traue ich ihm durchaus zu für diese 2,38. Ja. Wobei bleibt jetzt oben. Ja, der war wichtig. Ja, die bringt ja den denn noch oben rein, das ist unglaublich. Der dreistellige Average ist immer noch. Intakt. Ja. Wir also, reden gar nicht mehr über Lukas irgendwie, ist dir aufgefallen? Das kannst du auch gar, also egal was er wirft, es scheint so, als ob es nichts bewirken würde. Also er spielt ja wieder ein 100er geht Aufnahme. Runter. 59. So, jetzt, was hat der Rest? 84 für den 100er Average. Ja, und dann wäre es ein Best, also First to Four Leg. 100er Average, bisher hatte er ihn ja nur in Anführungszeichen im Best of 5 Modus gespielt. Genau. Achtung, kommen die Match Starts. 79, Triple 19. Nein, versucht das über. Ist der, okay. Der ist nicht drin. Oder? Nein. Nein. Dann noch das Pulsar. Ja, für Doppel 8 Rest. Ja. Gut gestellt erneut. Der 100er Average fällt aber jetzt, glaube ich. Ein 16 Data wird nicht reichen. Schade. So, Doppel 8 zum Match. 4-0 Whitewash gegen Lukas Dahmann. Doppel 4. Noch nicht. Auch noch nicht, aber den könnte er, kann er bestimmt nutzen. Nein. Ja, es ist noch nicht vorbei, Lauri. Nein, es ist noch nicht vorbei. Aber 143 Punkte sind es auch nicht bei Dahlmann. Und es scheint so, als ob er geschlagen wäre, aber meldet sich noch einmal zurück. Vielleicht das letzte Triple von Dahlmann. Er kann jetzt nur hoffen. Doppel 2. Wo haben wir sie? Ja, da ist er drin. Game Shot and the Match für Jochen Graudenz. Der 100er Average war es nicht ganz. Am Schluss 92,49. Trotzdem eine bockstarke Leistung, oder? Ja, also
Hut ab vor Jochen, da habe ich mich ziemlich getäuscht, dass... Ja, du hast doch gesagt, Lukas macht's hier. Aber ja. Jochen hat recht behalten. Das war überragend. Jetzt gibt es auch noch kurz das Gespräch im 1-1. Ja, jetzt hat er gesagt, komm kurz mit, oder? Ja, ich glaube auch. Wäre jetzt auch spannend zu hören, was da wäre extrem spannend. Aber ja, da können wir jetzt natürlich nicht mit rein hören. Ich meine, was will er ihm jetzt sagen? Er will ihm sagen, ich habe dich richtig zerstört. Er hat ja nichts falsch gemacht jetzt. Nein, nein. Darum also, ist es eigentlich auch, wäre wirklich interessant. Wollen wir kurz ein Interview machen an dieser Stelle mit Jochen? Ja, kannst du gerne organisieren. Können, ja, also gut. So, zurück hier mit ja, dem Mann, nicht der Stunde, aber der Viertelstunde, oder Jochen? Brillantes Spiel von dir gegen Lukas. Ja, danke. Bist du zufrieden? Bin zufrieden, ja. Ich habe jetzt viel Druck gehabt eigentlich, weil ich eine Aussage gemacht habe und ich habe sie, denke ich, bestätigt. Genau, das haben wir ja angesprochen. Du hast gesagt, du wirst ihn das nächste Mal auffressen. Das war jetzt wirklich, also wenn du jetzt verloren hättest... Was? Genau, genau. Aber ich liebe ja, wie gesagt, ich liebe diesen Druck. Jetzt können wahrscheinlich viele Hater wieder schreiben. Das ist der Angeber oder der Clown oder was ich schon mitbekommen habe. Aber im Endeffekt die zählt die Leistung an Bord. Ganz genau. 92er Average war es am Schluss. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, das Average, das ist so neumodisch. Das interessiert mich eigentlich weniger. Es geht einfach nur um Gewinnen, souverän gewinnen. Ja. Ich habe jetzt da die 3 Matchstarts, wo ich eigentlich schon machen muss. Ja, genau. Gleich, dann kommt er nochmal unter 100. Das war nicht mein Ziel, logischerweise. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich es zum Glück gemacht, ja. Also ich war letztendlich zufrieden. Okay, alles klar. Der Lukas hat mir jetzt gerade gesagt, er war total nervös. Ich weiß nicht, ob er da auch irgendwas mitgekriegt hat im Netz. Das ist interessant, weil ich habe ihn vor dem Spiel auf der Toilette angetroffen. Da habe ihn gefragt, ob er nervös ist und er hat gesagt, nein, kein bisschen. Ja, das ist für so noch nicht etablierte Spieler auch nicht gut, was ihr da macht, was ihr darüber schiebt, ne? Da hat er auch Druck gehabt. Wie meinst du? Ja, weil er will jetzt unbedingt gewinnen. Ach so, ja, genau, klar. Genau, das ist dann... verkrampfen sich meistens die Leute. Klar, aber was hast du ihm noch kurz nach dem Spiel so gesagt? Das haben wir uns dann gefragt. Ich habe ihn nur gefragt, warum er, ich achte auf viele Dinge, warum er auf einmal seine Darts gewechselt hat. Es lief doch eigentlich gut. Ja. Und irgendwie muss gerade im Kopf wahrscheinlich was vorgehen, dass er jetzt die Darts wechselt. Ja. Und für seinen Wurfstil, sag ich mal, passen die Darts jetzt eigentlich weniger. Das sind geradlinige Darts. Ja. Und vorher hat er eine Tropfenform gespielt. Okay. Deswegen, nur darum ging es. Nur um die also Darts. Wir verstehen uns gut, alles gut. Okay, ne? Eben. Weil ich war mit Lorenzo, also was willst du ihm jetzt noch sagen? Eigentlich hat er gar nichts falsch gemacht. Nein, er hatte, wie gesagt, das erste Leg hat er richtig stark gespielt. Ja, war glaube ich 4x100. Genau, wenn er das zu Ende bringt, gibt es einen positiven Schub, aber ab da war der Zitterich drin. Ganz genau, ja. Das war für mich vor dem Spiel eigentlich schon fast klar. Ich muss das erste Leg dominieren, ich muss es auch holen. Ja. Und wir haben ja schon relativ lange ausgebullt, war auch klar, das ja, ist Prestige, du musst das Bullen gewinnen und ging alles auf. Kommt es auf diesem Niveau auf das Ausbullen drauf an, wer das gibt? Ja, vor allem bei so einem kleinen Modus auf jeden Fall. Wirklich? Immer. Okay. Also klar, wenn das Niveau relativ gleich ist, wenn jetzt natürlich ein Starker gegen Schwacher spielt, dann spielt es keine ja, Rolle. Ja klar, aber eben genau. So ab eurem Niveau, was wir genau, jetzt gerade, ja. Würdest du sagen, dass... Ja, wobei, wenn man früher sieht, Phil Taylor hat oft die Gegner anfangen lassen, ganz ist genau. Also ein psychologischer Vorteil. Ja genau, habe ich aber auch schon bei gehört. Dem kleinen Modus, sag ich mal, kannst du das eigentlich nicht erlauben, wenn okay. du gegen gleich Starken spielst. Auch wenn der Average 10 Punkte hinvariiert, hin und her variiert, also sollte schon das Bullen. Und wenn wir jetzt schon vorausblicken auf das Finale Best of 11, wie wichtig ist das dort, um jetzt den Anwurf zu haben? Kommt wie gesagt immer auf den Gegner drauf an. Ja gut, das sind ja sowieso zwei starke Spiele. Sind zwei starke Spiele ja. im Finale, wie du sagst, und von daher Bullen ist immer das Wichtigste. Also es gibt ja schon mal positives Feedback. Ja. Wenn ich überlege, gestern das Bullen gegen Marcel Walpen, ich gewinne es, das war mir ganz wichtig, ja. ich muss das erste Leg holen, ja. dann kriege ich einen positiven Schub, aber wie gesagt, die linke Seite mit meiner linken Hand sind nicht meine Doppel. Die ja. linke Seite. Okay. Genau. Gut, also dann, ja, eben, 92er Average, damit unterstreichst du deine Ambitionen für heute. Danke. Ich muss eigentlich gar nicht fragen, was dein Ziel ist heute. Das ja. ist wie immer der Turniergewinn. Sonst wäre ich nicht hier. Genau, ja. Ne? Wenn du jetzt einen Gegner sagen müsstest, ja, den du am liebsten im Finale spielen würdest, wer wäre das? Nochmal darauf zurückzukommen, ich spiele keine Gegner. Du spielst nur gegen das Board. Ich spiele nur gegen das Board. Alles genau. klar.